Jetzt kommst du zum Koran. Was findest du dort für Verse? Du findest, wie der allmächtige Gott dargestellt wird. Der allmächtige Gott, in dem es keinen Gott gibt. Unvorstellbar. Was sagt Allah im Koran? Allah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, der Alllebendige, der immer lebendig war, der alles erhält, Qayyum, der alles erhält, also der alles lenkt und so weiter. Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Du findest zum Beispiel in der Bibel, dort findest du in Exodus 31, Vers 17, und in 6 Tagen erschuf der Herr Himmel und Erden, und an dem 7. Tag ruht er sich und erfrischte sich. Steht das da. So, dann geht's weiter in diesem ganzen Vers, dass keiner bei ihm Fürsprache einlösen soll, dass er alles weiß, dass ihm Himmel und Erden gehören, dass er Wissen von allen Dingen hat. Was sagt Allah in Suratul Ikhlas, die ihr alle kennt wahrscheinlich? Kul huwa Allahu ahad, spricht er, Allah ist ein Einer, Einzigartiger. Allahu samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Das heißt, selbst wenn du denkst, du bist unabhängig, du bist nicht unabhängig. Und er ist vollkommen unabhängig. Lem yelid velem yulid. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. In allen falschen Religionen findest du irgendwie, dass Gott geboren ist und einen Anfang hat und eine Mutter hat, Vater hat, Sohn hat und so weiter. Wie in der griechischen, wie in Griechenland zum Beispiel. Ja, halb Götter, halb Gott, halb Mensch und solche Sachen. Ja? Herkules zum Beispiel. Ja? Halb von Zeus und halb vom Menschen. Und solche Sachen findest du überall. Und hier sagt er Lem yelid velem yulid. Das heißt, Allah ist vollkommen einzigartig. Was sagt er dann? وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nochmal als Bestätigung. Und niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, alles, was du dir unter Allah vorstellst, ist nicht Allah. Allah ist über deiner Vorstellungskraft. Jeder Mensch, dem du das sagst, glaub mir, egal wer, der wird sofort sagen und zugeben, dass er mit dieser Sache, mit dieser Beschreibung vom allmächtigen Gott zufrieden ist. In der Bibel steht, dass Jesus geboren ist und dass Jesus auch Gott und gleichzeitig Mensch ist und gleichzeitig Sohn Gottes. Was heißt das steht in der Bibel? Das behauptet die Kirche. Wenn das so ist, ist Gott geboren und braucht einen Schöpfer. Da steht drin, dass er gestorben ist. Und dass er am Kreuze ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott stirbt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich verstehe das nicht. Dann, was steht im Koran? Was steht im Koran, subhanallah? Da steht, Qul, sprich Mohammed. فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ رَادَ أَيُّهَلِكَ الْمَسِيَا بِنَ مَرْيَمُ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Sprich Mohammed. Wer kann gegen Allah etwas ausrichten, wenn er den Jesus, den Sohn der Maria und seine Mutter und allesamt, die auf Erden sind, vernichten will? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Und Allah, es ist das Reich, der Himmel und der Erde und was dazwischen ist. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Er schafft, was er will. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Allahu Akbar. Schau in diesem Vergleich an. Dann weißt du, dies ist vom allmächtigen Gott. Dann weißt du, dies. So eine Beschreibung findest du nirgendwo. Und dann guckst du weiter. Steht irgendwo drin, was der Sinn deines Lebens ist. Oswald Kolle sagt vielleicht, der Sinn deines Lebens ist, dass du viele Frauen hast. Oder viele Männer. Haben wir gesehen, wo das geendet hat. Wie die Leute alle unglücklich sind, geschieden sind und so weiter. In diesem Buch steht drin, was der Sinn deines Lebens ist. Allah sagt im Koran, ich glaube, Sure 51, Vers 53 oder 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنَّ لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen.